Hallihallo, liebe Leute, hier ist wieder Kakus Martini und endlich sind wir bei dem Blitzshow zum V3 angekommen. Man kannte ihn ja bisher nur von vorne, von dem Bild für die Wongi-Liga, die ja leider jetzt nicht stattgefunden hat. Heißt, das gute Stück hier ist noch im Jungfernstadium. Es ist noch gar nicht zum Einsatz gekommen, aber ich denke mal, er wird seinen Platz in der Welt finden, wenn man ihn denn lässt. Auf jeden Fall gucken wir uns erstmal von außen an. Das ist ja jetzt erstmal etwas, was man noch gar nicht gesehen hat. So zum Beispiel von der Seite hier. Wir sehen hier überall so ein bisschen Verzierung hier mit Endstone. Das hat zum einen den Sinn, dass einfach designtechnisch viel geiler aussieht. Und zum anderen auch jetzt, wenn man von vorne denkt, von der Seite wird man ja nicht angeschossen, er noch minimal Schutz bringt. Ich denke mal, wenn jetzt überall hier Wolle wäre, ist der Schutz natürlich weniger effizient, als wenn hier noch einzelne Endstone-Teile drin sind. Ich meine, so viel haut es auch nicht raus, zum Beispiel hier die paar einzelnen Blöcke, aber immerhin mehr, als wenn es da gar nicht wäre. Oh, hier, wunderschön, im Hintergrund geht gerade die Sonne auf. Von hinten kann man sehen, dass er einen Jetpack hat. Das ist eigentlich jetzt, ja, müsste eigentlich jetzt nicht sein, aber sage ich halt später nochmal, warum das hier jetzt unbedingt dran sein musste. Ja, man kann es natürlich jetzt auch denken, ja, ist natürlich logisch, so ein Jetpack, das Teil muss ja auch irgendwie von A nach B kommen, weil gehen mit so einem Klopfbein hier ist natürlich jetzt nicht das Allerleichteste. Ja, von der anderen Seite sieht es natürlich genauso aus wie von der vorherigen. Von oben kann man es auch nochmal zeigen hier, sind halt hier die beiden, ja, Dachgeschütze, sagen wir es mal so. Hier haben wir halt den wunderbaren, ja, die Scheinwerfer, sagen wir mal, mit meinen Initialen K und M für Cactus Martini. Und hier diese epischen Augen, die man halt auch an- und ausmachen kann. I see you. Ja, wunderbar. Ich denke, von außen war es das soweit. Man kann halt erkennen, dass er, ja, er hat halt ungefähr fast ein bisschen die Form, zumindest die Statur, sagen wir mal, wie mein V1, den ich schon vor... Na, weiß nicht, wie lange das her ist, auf jeden Fall mehrere Monate mal gemacht habe. Wer den jetzt nicht kennt, ich mache einfach mal einen Link hier irgendwo, ich weiß noch nicht wo, das denke ich mir noch aus. Irgendwann mache ich mal einen Link hin, dann kann man mal vergleichen, wer den jetzt noch nicht kennt, den V1. War jetzt nicht so eine Glanzleistung damals, aber naja, ist ja jetzt egal, wir sind jetzt gerade beim V3 hier, der um einiges besser ist. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein, hier unten sehen wir schon den Eingang. Das ist halt wieder hier nur so ein, ja, so ein... Leiterneingang, ich denke mal, für die Liga ist jetzt nicht sonderlich relevant, wie der Eingang aussieht. Das ist auch eigentlich vollkommen irrelevant. Gehen wir einfach mal rein. Hier die Leiter hoch. Wunderbar. Warten etwas hier, bis wir oben sind. Richtig spannend und sowas. Und schon sind wir hier auf dem ersten Deck. Und das ist das Nachladedeck für die zwei TNT-Maschinenkanonen, die hier in dem Wargi verbaut sind, also zwei nebeneinander, das sind die vertikalen TNT-Maschinenkanonen. Da kann ich auch nochmal hier einen Link dran machen zu dem Video, wer das jetzt noch nicht gesehen hat und das gerne mal sehen würde, wie denn TNT-Kanonen, Automatik, im Vertikalen funktionieren. Guckt euch das einfach an. Hier ist der Nachlademodus, das ist alles erklärt, wie das funktioniert und sowas. Ich denke mal, ich muss jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Hier ist einfach nur die Etage, wo man dann hier TNT sowie Sand oder halt Kies. Kies ist in dem Fall, glaube ich, besser, weil es eine höhere TNT-Resistenz hat, was eigentlich größtenteils gar nichts raushaut. Aber minimal ist es besser als Sand, glaube ich jetzt zu meinen. Auf jeden Fall, hier kann man es halt nachladen. Wunderbar, ist jetzt nicht so besonders hier das Deck. Deswegen gehen wir mal etwas weiter und sind dann hier, sagen wir mal, auf der Brücke, die jetzt hier natürlich... Sparflamme ist. Ich meine, hier ist jetzt nichts groß Besonderes, keine mega Schadensanzeige. Wir haben ja einen Schadenssensor. Der war ja auch Vorgabe für die Liga. Also man muss jetzt nicht unbedingt noch mehr Platz verschwenden für 10 Alarme. Ich meine, man könnte jetzt hier noch so ein Technik-Bombenteil hinbauen, aber das verfehlt dann irgendwie den Sinn, dass es auch im Kampf übertrieben stark sein muss, denn jedes kleine Stück Redstone durchlöchert die Panzerung auf übelste und da lässt man lieber ein bisschen mehr Redstone und Technik weg und macht dann wieder ein bisschen Panzerung hin, weil ja der Hauptaspekt von dem Teil hier der Kampf ist, ne? Hier noch so ein paar hübsche Büsche hier, ne? Die waren eigentlich jetzt hier nur so Designaspekt. Gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Hier haben wir natürlich Lichter an aus, das muss ja mindestens sein, also ohne das ist natürlich ein Vorgel jetzt doof, würde ich mal sagen. Also das musste jetzt mindestens sein. So viel Platz hat es auch nicht weggenommen, da ja die meiste Verkabelung eh hier hinten ist. Ich meine, da ist es irrelevant, wie die Panzerung hier aussieht. Wenn das TNT hier ist, dann interessiert es mich auch nicht mehr, ob jetzt hier oben noch Redstone liegt, weil hier sowieso der ganze Vorteil schon im Arsch ist, da kannst du schon aufhören.
Hier haben wir Dispenser an aus, haben wir ja von vorne gesehen. Die Dispenser an den Armen und am Rumpf von dem Warrior. Da können wir halt an- und ausmachen, ganz normal mit Feuerbällen beladen oder halt mit Pfeilen, wer das möchte. Ist halt jedem selbst überlassen. Hier haben wir die Scheinwerfer, das ist einmal diese Initialien und die Augen kann man hier mit an- und ausschalten. Dann haben wir hier an- und aus für die TNT-Maschinenkanone, das muss ja natürlich auch sein. Dass das ganze Teil schön durchballern kann am Anfang vom Kampf, machst du hier Klack und rennst die gleiche zu den nächsten Kanonen, um dann hier schon anfangen können zu beladen. Und da kommen wir auch schon zu der Kanone, wo wir gerade mal hier sind. Das hier ist nämlich die. Obala, hier habe ich was. Habe ich das TNT, ja, mit Luft ersetzt, deswegen ist das hier noch so abgeschnitten mit MC Edit. Das hier ist nämlich die, ich weiß gar nicht, was war es jetzt, 24er Kanone hier, die 24er Shotgun von mir. Da kann ich auch nochmal einen Link hier ins Video einfügen, wer die gerne nochmal sehen möchte und jetzt denkt, hä, habe ich da was verpasst oder was? Oder bist einfach mal neu, dann guck dir das doch mal an. Vielleicht findest du ja Interesse an der Kanone und findest das Prinzip gut oder sowas. Auf jeden Fall, die ist hier eingebaut. Ich hätte das jetzt natürlich noch ein bisschen mehr ausreizen können, dass man hier vorher noch weitergemacht hätte. Hier noch ein paar Pistons hin, sowas ist ich mit 5, dann hätte man schon gleich wieder 8 TNT mehr, dann wären es schon 32. Aber das ist schon ein bisschen länger her, dass ich dann hier mit diesen, sagen wir mal, Grundbauteilen von dem, wo ich hier angefangen habe, die ich dann nach und nach eingefügt habe. Deswegen habe ich dann keinen Bock, hier nochmal alles dann mit Hand nochmal nachzubauen. Deswegen sind das jetzt hier 24er, hätte man natürlich noch ein bisschen weiter spinnen können, aber wollte ich jetzt nicht. Ja, mehr ist es hier unten auch eigentlich gar nicht. Auf der gegenüberliegenden Seite ist natürlich genau dasselbe. Gehen wir mal hoch. Und sind dann hier in dem, warte mal, 1, 2, 3, dritten Deck. Hier haben wir ebenfalls auch alle 24er, weil die wunderbar schön reinhauen. Hier 24er, PEM kann man schön reinhauen. Gehen wir mal erstmal hier zum Rand. Genau, gucken wir mal hier. Und zwar haben wir hier ganz außen, damit man auch schön in die Mitte oder wo auch immer man hinziehen kann, sind hier Schwenkkanonen, die jetzt hier ein bisschen auf engem Raum so sind. Ich meine, hier ist schon knapp hinter der Panzerung. Ich glaube, wenn man hier durchschlägt, ja genau, ist man schon am Ende hier. Aber ich meine, hier ganz außen, oben rechts am obersten Punkt, da treffen sowieso die Wesen hin. Deswegen ist es ja nicht so schlimm, dass man hier so wenig Panzerung nur hat für die Kanone. Denn ich denke mal, ja, wenn man mit einer Schwenkkanone schießt, man jetzt sowieso nicht ganz am Anfang. Das ist komplette Zeitverschwendung, weil dann würde man lieber mit den Kanonen schießen, die richtig schön die Löcher reinballern und erst gegen Ende dann halt nochmal auf die einzelnen Kanonen versucht zu zielen, die halt noch intakt sind. Weil die Panzerung dann schon richtig durchgeberstet ist von den ganzen, ja, stärkeren Kanonen, ne? Ist ja logisch. Auf jeden Fall, das hier, die Schwenkkanone hier, kannst du hier unten kannst du TNT reinsetzen. Hier oben hast du noch TNT, nochmal extra Treibladung. Hier ist halt dein ein Projektil, womit du dann halt hier ziehen kannst. Dann kannst du hier 1, 2, 3, 4, 5, hier oben, 1, 2, 3 und hier oben 4, 5 TNT noch hinsetzen als, ja, sagen wir mal, Krümmung, ja, nicht Krümmung, das ist Quatsch. Grad, kannst du halt deine Grad-Dingsbums einstellen hier, je nachdem, wie weit es nach links oder halt auf der anderen Seite nach rechts fliegen soll, kannst du halt mit 5 TNT dann variieren. So viel halt zu der Schwenkkanone hier. Gehen wir jetzt mal in die Mitte hier von dem dritten Deck. Und zwar haben wir hier erst einen super Lapis dazu, die Blöcke. Nein, natürlich, das wollte ich natürlich nicht zeigen. Ich wollte das hier zeigen. Das hier ist nämlich diese Dachkanone, wo wir gerade hier drin sind. Ja, und das ist ein, ja, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, ob es ein neues Prinzip ist, auf jeden Fall habe ich es noch nicht so oft gesehen. Ist nämlich eine TNT-Kanone, die man von unten beladen kann. Sieht man ja, hier ist der Anschalter, das muss halt mit dem Hebel sein, damit diese Intervalle hier lang genug sind. Und ich den Platz hier relativ, ja, sparsam halten wollte. Ich könnte natürlich noch so eine Art Timer machen, in nach wie vielen Sekunden oder Ticks dann halt das wieder zurückgeht, aber wollte ich jetzt einfach nicht so klein wie möglich hier oben, weil es ja auch nicht so viel Platz hier drüber gewesen ist. Halt die einfache Tatsache, man setzt hier TNT rein, klack, 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 hier bis zu dem Holzzaun. Der hat halt den Sinn, dass man dann hier auch mit, ja, mit Ansetzer wieder arbeiten kann, dass das TNT hier nicht auf der Geraden bis in die Projektile dann reinfliegt. Wenn es natürlich hier auf einer Ebene ist, durch die Redstone-Blöcke, dann muss man hier natürlich so einen kleinen Stopper einbauen, was dann hier dann dieser Zaun hier übernimmt. Und hier sind dann halt die Projektile, ist jetzt halt hier nur, ja, mit 6 Projektilen hätte man auch noch weiter spinnen können, aber wie gesagt, dann hätte man wieder hier ein bisschen was abändern müssen, hatte ich auch keinen Nerv mehr drauf. Auf jeden Fall sind es dann jetzt hier nur 6, könnte man jetzt noch weiter per Hand ausbauen. Genau, du bleibst ja kurz im Hänger gerade. Genau, ja, das geht dann nachher dazu. Klack, 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 hier geht
hier gehen Pistons auf und hier kommt dann Wasser raus, sodass hier dann Wasser drauf fließen kann. Würde natürlich nerven, wenn das Wasser hier durchgängig auf wäre und das immer hier auf diesen Schildern hier hängen würde. Deswegen mache ich das dann hier, kann man das auch auf und zu machen dann, während man schießt. Kann man mal kurz zeigen, wenn man jetzt hier schießt. Bam, bam, klack, 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 geht das hier zu. Man kann jetzt, glaube ich, hier sehen, dass hier Wasser läuft. Guck, da läuft jetzt Wasser. Und zack, kann man hier sehen, wunderbar. Es bleibt auch durch die Schilder über dir, damit hier nicht alles verflutet wird und sowas. Ja, auf der anderen Seite ist genau dasselbe wieder. Ist halt ein komplett, naja, annähernd komplett symmetrisches Wurmgel, zumindest vom Aussehen ist es komplett symmetrisch. Jetzt von der Technik innen drin natürlich nicht, weil wir können mal kurz einen Blick reinwerfen. Übrigens, wer jetzt immer noch verwirrt ist wegen diesem No-Clip, ich meine, manche haben mich jetzt mal gefragt, aber ich weiß nicht, denk mal, wer jetzt das Video guckt, dann interessiert das vielleicht auch mal hier mit dem No-Clip, wie ich einfach das No-Clip hier umändern kann. Ich habe es zwar schon ein paar Mal erklärt, aber ich mache es immer gern nochmal. Ich habe halt hier die Mod Singleplayer Commons installiert. Ich denke mal, die meisten kennen es von euch. Wer es nicht kennt, googelt es einfach mal. Findet man auf jeden Fall bei Minecraft Forum oder sowas. Und bei dieser Mod gibt es halt noch den Befehl. Man braucht halt Slash nicht, aber das mache ich jetzt einfach mal. Gibt es den Befehl Bind. Also jetzt hier verknüpfen, binden, ne? Gibt man jetzt eine Taste ein, bei mir ist halt N. Ich denke mal, der Zusammenhang zwischen N und NoClip ist jetzt nicht so weit dahergeholt. Und dann halt den Befehl, den man mit dieser Taste verbinden will, was hier halt NoClip wäre, ohne den Slash. Dann drückt man Enter und die Taste N wurde erfolgreich verbunden. Wunderbar. Und schon kann man hier mit N an- und ausmachen. Einfach nur mal kurz zwischengeworfen, wen es interessiert. Wer es nicht interessiert war oder es schon wusste, ja, egal. Tut mir leid dann. Gucken wir uns jetzt mal die Technik hier an. Genau. Ich habe ja schon gesagt, in dem Wog hier ist relativ wenig Technik. Ich wollte halt nicht, dass so viel Redstone hier die Panzerung hier durchballert. Deswegen haben wir hier halt nur einmal einen Schadenssensor, der... Ach nee, das ist gar nicht der Schadenssensor hier. Das ist hier die Verkabelung für die Dispenser, sehe ich gerade. Der Schadenssensor war hier... wo war der denn? Ich muss kurz gucken, wo war denn der Schadenssensor überhaupt? Ja, hier ist der Schadenssensor. Der Schadenssensor ist, ja, gut in der Mitte hier. Keine Ahnung, habe ich jetzt hier mit Fackeln und Repeatern gemacht. Ist jetzt halt hier nicht, ja, einfach mal so eine Reihe als Schadenssensor. Ich meine, wenn man hier einen abkriegt, dann ist das sowieso schnell aktiv. Und das fängt dann hinten an zu blinken hier. Das eine Licht hier an der Decke von der Brücke hier mit. Dann hier ist dann so ein Noteblock und das macht dann halt Ding Ding. Ich denke mal, das kennen alle von euch. Ja, und eigentlich, ja. Ich meine, es ist keine Technik drin. Man sieht hier ist pure Panzerung. Ich wollte halt nicht groß irgendwie hier Panzerung verschwenden. Ist halt jetzt, opala. Dadurch, dass jetzt hier natürlich die Automatics drin sind, ist natürlich, ja, natürlich risikoreich, jetzt hier mit diesem Teil zu kämpfen, wenn da jetzt Gegner ankommen, die richtig schön reinballern. Und dann natürlich hier klack, klack, klack mit wenigen Schüssen dann schon bei deiner Automatik angekommen sind. Ich sag mal so, wer dann halt die Automatics immer kritisiert, dem kann man einfach mal sagen, warum sollte man eine Automatik denn auch komplett auffüllen, ne? Man muss ja nicht, wenn man jetzt schon, weiß nicht, ich hätte mal gedacht, dass man den Gegner vorher kennt und so, wenn man dann, man hat ja das Bild gesehen und guckt, ja, wo sind die Kanonen und sowas, dass man dann die Automatik gar nicht ganz auffüllt. Dann hat man halt, was ich, 4 Schuss oder sowas oder 5. Und ich meine, bis der Gegner dann so oft nachgeladen hat, da kann deine 5 Schüsse reinballern, klack, 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 die schießen dann da im Akkord durch. Je nachdem, wie man es halt eingestellt hat, in welchem Intervall die hier schießen. Und dann ist das fertig. Wenn das durchgelaufen ist und einer schießt hier rein, dann interessiert das dich eigentlich überhaupt nicht mehr, weil dann können die hier unten kaputt gehen, wie sie lustig sind, weil du dann schon hier oben bist und mit diesen 24er hier feuerst. Oder halt im Endeffekt mit denen hier. Obwohl ich dann eher raten würde, hier durchgängig mit diesen 24er zu schießen, da ja natürlich 24er mehr raushauen. Aber hier, ich wollte halt am höchsten Punkt von Vogue nochmal eine TNT-Kanone hinbauen. Man sieht ja auch, sie ist ja jetzt nicht noch sonderlich hoch. Wir sehen hier ein paar Blöcke drüber, hier ist die ganze Technik drumherum. Ist halt, ja, relativ klein so, ne, kann man jetzt halt so oben als so Schultergestütze, ne, sieht ja auch so aus, ist ja logisch. Deswegen halt auch die Tatsache, dass man sie von unten beladen kann, weil würde man jetzt eine TNT-Kanone ganz oben bauen, die man von oben beladen kann, dann müsste man natürlich auch hier oben drüber wieder einen Raum bauen und so eine Scheiße und das natürlich dann hier so gelöst, dass man dann halt hier unter der Kanone ist und die Kanone so weit wie möglich oben platziert ist, damit sie dann auch so weit, so viel Schaden wie möglich machen kann, ist ja auch logisch.
Ich weiß nicht, viel mehr ist jetzt eigentlich auch gar nicht zu dem Boggy hier. Ich habe jetzt alle Kanonentypen hier jetzt mehr oder weniger erläutert. Bis auf die beiden hier, die sind neu. Aber was weiß ich, wenn ihr möchtet, kann ich dazu auch nochmal ein Let's Show machen für Kanonen. Ist zwar jetzt nicht so viel, aber man kann es ja mal erklären. Hat halt 4 Kanonentypen. Der Boggy hier halt 4 24er hier, 1, 2, 3, 4. 2 Schwenkkanonen ganz am äußersten Punkt, um halt einen möglichst großen Schussbereich zu haben. Hier in der Mitte sind 2 Automatics vertikal. Muss man halt immer aufpassen und bedenken, wie viel man sie belädt. Und hier oben sind halt noch die Schultergeschütze, die man von unten beladen kann. Das war's eigentlich vom Vorgier. Mehr ist es nicht. Es ist halt auch wirklich ein reines Kampfvorgier. Ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Platz mit Technik verschwendet und so ein Scheiß. Es ging jetzt halt hier größtenteils um Verteidigung und Angriff. Nicht um irgendwie hier Schickimicki und so, der 10. Alarm und dann kann man da noch irgendwelche Schotten zumachen und sowas. Das war eigentlich, das muss überhaupt nicht sein. Das ist, Panzerungverschwendung. Wenn man so sehen will. Habe ich jetzt einfach halt weggelassen. Das ist halt reines Kampf. Damit kann man jetzt nicht sagen, guck mal, ich habe tolle Technik drin. Da sagt man halt, guck mal hier, ich kann mit dem schön kämpfen und muss nicht irgendwelche anderen Sachen hier, das 10. Geklimper im Ohr haben oder sowas halt, ne? Ich meine, Technik-Vorgier ist bei uns natürlich manchmal ein bisschen geiler, macht natürlich mehr Spaß und dann ist natürlich auch ein bisschen eindrucksvoller, wenn dann 10 coole Sachen drin sind, aber ist halt jetzt so, ist halt nur für die Vorgeliga gebaut. Hä, wo habe ich denn eigentlich überhaupt diesen Zungenblock her? Naja, egal. Irgendwie werde ich gerade viel heißer hier. Naja, das war es hier soweit mit dem Vorgier. Im Zuge oder im Zusammenhang mit dem Vorgier wird auch nochmal, ich weiß nicht genau wann, aber es wird ein Video kommen mit der Art und Weise, inwiefern ich diesen Vorgier gebaut habe. Ich habe relativ viel, sagen wir mal, dokumentiert, sei es jetzt mit Screenshots oder irgendwie auf Papier und sowas. Auf jeden Fall werde ich anhand dieses Vorgiers mal ein bisschen erläutern, inwiefern ich an so einen Bau rangehe. Das wurde ja, weiß nicht, auch mal gefragt, jetzt auch kürzlich erst. Das wird dann auch irgendwann mal kommen. Das ist jetzt halt noch eine Sache, die ich dann halt demnächst mal mache. Fände ich jetzt ganz cool, das mal zu machen. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, der Voggy hier gefällt euch. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr cool, sei es nur designtechnisch oder sei es halt von der Innenausstattung. Ich finde auf jeden Fall sehr schön, ist ein sehr schöner Warrior hier für die Reihe 1, 2 und 3. Ist halt wieder ein bisschen kleiner geworden, wegen halt, sind ja die Vorgaben gewesen von der, von der Liga halt, die Regel, die Warrior-Regeln, wie halt, ne, wie groß und so ein Quatsch. Aber hier halt nicht, man muss ja nicht unbedingt den ganzen Platz hier ausmachen, ich glaube, er ist jetzt nicht komplett ganz bis an Rand nach links und rechts, also er hat die Maximalhöhe und fast die Maximaltiefe. Ach ja, genau. Jetzt ganz kurz nochmal, ich habe ja noch gesagt, vorhin glaube ich, wenn das nicht auf einer Aufnahme davor war, warum diese Jetpacks hinten dran sind. Das ist einfach der Grund. Dieser Körper an sich, den habe ich so in der Breite gelassen, weil er so am ästhetischsten, sagen wir es mal, aussieht. Aber die ganzen Gänge und so, die sind hier hinten im Jetpack drin. Wenn man sich das mal anguckt, hier ist das Jetpack und hier ragen die ganzen Gänge rein, die eigentlich hier schon außerhalb des Vorgehens wären. Würde ich das jetzt hier bis hinten ziehen, dann müssten natürlich auch, die Arme und die Beine umso länger sein und umso unnatürlicher sieht es dann aus und sind nicht mehr als Arme und Beine zu erkennen, weil es dann nur so eine langgezogenen Dinger wären, die an allen Seiten irgendwie aus dem Vorgeh rauskommen. Es soll ja wirklich eine menschliche Form ein bisschen darstellen. Ich meine, Beine und Arme und einen Kopf, das erinnert ja schon ein bisschen an Mensch in der stehenden Position. Aber egal, genug geredet jetzt. Haut rein, Leute. Wäre schön, wenn ihr das Video bewerten würdet. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Oder halt auch kommentieren, wie ihr den Vorgier findet. Oder was man vielleicht beim nächsten Mal besser machen könntet, wenn man irgendwie jetzt irgendwie Kritikpunkte findet. Würde ich mir alles gern durchlesen, auf jeden Fall. So wie immer. Ich würde einfach erstmal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Video.